Wer kennt sie nicht? Die Comedian Harmonists und ihre unvergessenen Schlager wie Veronika der Lenzistar oder Mein kleiner grüner Kaktus. Aber auch weniger bekannte, dafür mitreißend komische Nummern wie Maskenball im Gänsestall, die Dorfmusik oder das zum Dahinschmelzen schöne Liebeslied finden in diesem Programm ihre fröhliche Auferstehung. Es singen, pfeifen, jodeln und gurgeln für uns sechs Herren im Frack vor schwarzem Flügel und rotem Samtvorhang. Lassen wir uns verzaubern und begeistern. Die Classic Harmonists haben sich gegründet im Prinzip vor sieben Jahren, anlässlich eines Theaterstücks über das Leben der Comedian Harmonists. Das wurde gespielt in den Burgfestspielen Bad Vilbel, das liegt in der Nähe von Frankfurt. Dort war ich musikalischer Leiter dieser Produktion und wir haben dann ein großes Vorsingen gemacht oder wie das heutzutage heißt, Casting, Audition. Und da haben sich, das waren unheimlich viele, 80, 90 Sänger beworben. Und da haben wir dann aus diesen 80 Leuten in zwei, drei Runden, das war ein sehr aufwendiges Verfahren, diese sechs Mann oder vielmehr diese fünf Sänger, die wir jetzt auf der Bühne gesehen haben, gefunden. Und dann haben wir dieses Theaterstück gespielt. Da haben wir, ich weiß nicht, insgesamt vielleicht 14 Lieder gesungen, denn eigentlich war es ja ein Theaterstück über das Leben der Comedian Harmonists. Und das war so erfolgreich und hat uns so einen Spaß gemacht. Und besonders ist, was passiert, was so im Theater nicht so häufig passiert, denn wir haben uns alle wahnsinnig gut verstanden. Normalerweise ist in so einem großen Ensemble immer ein Stinkstiefel dabei. Das ist in dem Fall, aber war das nicht. Und dann ist eigentlich so, während dieser Arbeit im Theater, während wir da gespielt haben, wir hatten da den ganzen Sommer immer wieder Vorstellungen, die Idee entstanden, ein eigenes Programm zu machen und uns als Gruppe zu gründen. Und das haben wir dann gemacht, parallel zu den Vorstellungen, immer tagsüber geprobt, noch 10, 11, 12 Lieder mehr einstudiert und dieses Programm dann, was Sie jetzt gesehen haben, zusammengestellt. Ja, und das spielen wir jetzt eben seit einigen Jahren und das macht einfach einen wahnsinnigen Spaß. Und ich freue mich immer sehr, wenn wir uns treffen und es ist immer eine schöne Zeit. Wie erklären Sie sich den großen Erfolg dieser Musik heute noch? Ja, das liegt in der Musik selbst. Erstmal, das sind einfach geniale Arrangements. Es ist eine besondere Art von Humor, glaube ich, sehr, also sehr feiner Humor und diffiziler Humor auch. Und und ich denke, die Musik ist von ihrer Konstruktion einfach so, dass sie alle Menschen anspricht, von 9 bis 90. Ja, sie hat oft so swingige Momente und sie bedient alle Facetten, die Musik überhaupt bedienen kann, vom Elegischen bis zum Ausgeflippten, kann man fast sagen. Ja. Und so lässt sich also ganz gut mit dieser Musik ein rundes Programm bauen, also ein vielseitiges Programm bauen auch einfach. Ne? Es sind ja einfach immer nur fünf Stimmen und ein Klavier und es sind aber unendlich viele Farben möglich. Sie haben heute mal im Programm die Frage aufgeworfen, was wäre die Welt ohne Musik? Gibt es dazu eine Antwort? Ja, öde, leer, schrecklich, fürchterlich, entsetzlich. Traurig.
Traurig. Also noch mehr solche Dinge. Also eigentlich unmöglich, oder? Ja. Ich denke schon, ja. Das ist schon so. Nein, das ist ja einfach ein Urbedürfnis des Menschen, glaube ich, irgendwie. Und wenn er vor sich hin pfeift, wenn er durch den Wald läuft, irgendwie braucht man schon Musik. Ja, deswegen glaube ich auch, solange es Menschen gibt, wird es auch Musik geben. Ein kleiner grüner Kaktus, hier draußen am Balkon. Olleri, olleri, ollero. Was brauch ich rote Rose, was brauch ich roten Mond? Olleri, olleri, ollero. Und wenn der Bösen fliegt, was wird mir zugeschickt? Dann holt meine Kaktus und dich. Ich bin ganz begeistert und ich finde es schön, wenn man so herzhaft lachen kann. Super, ja, es ist richtig ganz gut. Und ich komme aus Holland und ich bin gerade jetzt für die Days of Art von Holland nach Leimos, nach der More Life gekommen. Ich finde es sehr gut, wie sie die Gestik, die Mimik und alles machen. Ja. Ja, wir sind schon mal ganz begeistert gewesen von der ersten Halbzeit. Es war ein ganz abwechslungsreiches Programm und man fühlt sich da richtig da so ins Berlin der 20er und 30er Jahre zurückversetzt. Sehr zu empfehlen. Sehr gut. Besuchen Sie auch andere Veranstaltungen hier im Hotel More Life Resort? Ich bin jetzt das erste Mal hier. Ich habe da jetzt auch erst von erfahren, aber das würde ich bestimmt nochmal machen, in irgendeiner anderen Art. Nächste Woche ist ja nochmal eine Veranstaltung, so wie ich gehört habe. Und da werde ich wahrscheinlich auch hingehen. Gut, sehr gut. Applaus